Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ihr Signal ging verloren über dem Ozean. Die Queen Zenobia. Genau hier auf diesem Schiff. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist hier. Glaube eine Waffe. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Chris! Was ist das? Oh, super. Mist, das ist eine Falle. Es ist Zeit, dass sie die Wahrheit erfahren. Es wäre Zeit. Im Gebirge, irgendwo, nirgendwo. Langsamer, Chris. Wir sind fast da, Jessica. Chris? Das wird doch langsam Zeit. Meine Füße bringen mich um. Er lebt. Das Lager soll auf der anderen Seite dieses Gipfels liegen. Auf einem Schiff. Vielleicht liegt es am Wetter. Wer hätte gedacht, dass wir hier so lange festsitzen? Wie wir sehen, ist er auf keinem Schiff. Das sieht zumindest nicht wie ein Schiff aus. Das sieht nicht sehr danach aus. Das Flugzeug! Oh Gott, es ist abgestürzt! Okay, dürfen wir jetzt hier... Dann waren die Informationen über Veltro korrekt. Na los! Dürfen wir jetzt hier alles aus der Sichtweise von Chris Redfield erleben? Ja, ist scheinbar an einem komplett anderen Ort. Ich weiß nicht, warum wir ihn auf dem Schiff suchen, wenn er in einem Schneegebirge ist. Zieh nach der Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. Ich weiß, da haben wir ihn verloren, aber... Und da sind seine letzte Ortsung war auf dem Schiff dort. Komisch. Oha, ein brennendes Flugzeug. Oha, der Pilot. Ja. Okay. Aber was nun? Ja, da könnte man durchaus mit einer Waffe nachhelfen. Ich mach's natürlich mit einem Messer. Weil daran Munition zu verwenden ist mehr schwachsinnig als sinnvoll. Grünes Kraut, ja. Vielen Dank, das hätte ich vorhin auf dem Schiff gebrauchen können. Jetzt kannst du es behalten. Jetzt bin ich wieder topfit. Wir sollten das Flugzeug gründlich durchsuchen. Mal sehen, was wir finden. Meinst du? Ich würde ja gerne dort weiter, aber wenn du meinst... Wenn du meinst, wir sollen das Schiff noch ein bisschen durchsuchen, na Quatsch, das Flugzeug. Und dann durchsuchen wir das Flugzeug noch ein bisschen. Und ohne Schlüssel kommen wir nicht weiter. Ja. War fast klar. Setzen kann ich mich nicht. Nur wieso sollte ich auch? Biogefährdung. Okay. Ich habe schwache Spuren eines Virus entdeckt. Das Ding greift doch an, oder? Dass man nicht angreift. Greift's nicht. Okay.
Ach, hier können wir es untersuchen. Tun wir was mit dir? Scannen komplett. Glaubst du, wir haben es mit Velcro zu tun? Schwer zu sagen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass sie Terra Grigia überlebt haben. So, jetzt haben wir das Schiff untersucht. Sag mal Schiff. Ich bin noch mit einem Gedanken bei Jill auf dem Schiff. So. Können wir jetzt vielleicht weiter? Nein, hier liegen noch ein paar Fragteile, die wir untersuchen müssen. Pistolenmunition. Gut. Lohnt sich immer, Pistolenmunition mit dabei zu haben. Schaden kann es nicht. So, Abstand. Dann mal scannen das Ganze. Haben wir hier diese Dinger aus dem ersten Part wieder. Diese mordsmäßigen Fleischbatzen. Was haben die bloß transportiert? Da wollte irgendwas hier fangen. Ich würde darauf wetten, dass das diese Menschenmonster sind, diese riesigen Teile mit Rüssel, die uns und Greifzähnen, die uns auf dem Schiff angegriffen haben. Also diesmal wirklich das Schiff. Finden wir hier noch was? Überlebende sind keine. Das sehe ich hier klar. Klar und deutlich. Aber was gibt es hier noch zu untersuchen? Das Schiff ist zum Einsatz des neuen Prototyps. Im Rahmen dieser Mission wird ein neuer Prototyp eingeführt. Alle Teilnehmer dieser Mission sind angewiesen, extreme Vorsicht walten zu lassen. Erstens, bei dem Umgang mit diesem Spezialprototypen muss allen Anweisungen mit größter Sorgfalt Folge geleistet werden. Folgen Sie beim Notfall den Richtlinien im Handbuch für Gefahren und Notfälle. Sobald die Fähigkeiten des Prototyps aktiviert werden, können sie nicht mehr gesteuert werden. Das verschriebene Betäubungsmittel muss beim Transport stündlich verabreicht werden. Obwohl der Spezialist gesteuert werden kann, ist sein Verhalten unter realen Bedingungen nicht präzise berechenbar. Kontaktieren Sie bitte die Basis über die Standleitung, sollte er nicht mehr zu kontrollieren sein. Okay. Das Schiff, also das Flugzeug. Sag jetzt einfach Schiff, das ist jetzt einfach ein Schiff. Das sag ich so, das ist jetzt ein Schiff aus dem Himmel abgestürzt. Die Kontrollinstrumente. Ja, die sehen nicht mehr ganz gesund aus. Ich würde mal sagen, das sieht ziemlich kaputt aus, das Flugzeug. Wir sollten das Flugzeug gründlich durchsuchen. Mal sehen, was wir finden. Ja, das dachtest du schon. Suche ich halt noch ein bisschen weiter. So weiter suchen. Ja, aber wo? Sag mal, haben wir den schon untersucht? Da ist doch ein Item. Da haben wir ein Item gefunden. Ich glaub's nicht. Haben wir es übersehen? Flugplan aufgenommen. Ach du Schande. Haben wir das hier die ganze Zeit übersehen? Das könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Valcoyne-Mackie-Flughafen. Wenn wir dorthin wollen, müssen wir durch diese Mine. Ach nee. Da wollte ich die ganze Zeit durch. Hast mich nicht gelassen. Und wir haben die ganze Zeit so einen Flugplan vergessen. Ich brauche Hilfe. Warte, ich bin gleich da. Ja, endlich kommst du mal. Stehe hier schon eine Weile. Jetzt sind wir in den Minen. Diese Höhle ist zu kalt. Du solltest warme Unterwäsche tragen. Oder wie Gimli sagen würde, eine Mine. Hast du das gehört? Gimli-Zitat beim Zwergenfürst muss auch mal sein, auch in einem Resident Evil-Film.
Spiel natürlich. Greifen die an? Oha, ja klar, greifen die an. Die Blutwölfe. Ich kann die nicht sehen, ich kann die nicht. Sind zu weit unten. Wo seid ihr, Wölfe? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind diese Viecher? Wo sind die Viecher? Ich such sie, ich such sie, ich such sie, ich such sie. Ich sehe keine. Da ist einer. Da ist er. Okay, ja, hat sie alle für mich erschossen. Super. Dann ist Veltrum von den Toten auferstanden. Ja. Und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Jupp, und das werden wir tun. Noch welche von den Wölfen. Stirbt! Verreckt, ihr Viecher! Die Viecher, diese Drecksviecher hier. Bis auf die Knochen runter, ihr Mangert. Und zerfleischt. Aha. Ach, sind da noch welche? Gut, danke, dass du die für mich aufhältst. Zack. Verreckt. Verreckt, ihr Scheißviecher. So, hier ist ein bisschen wieder Ruhe. Und weiter geht's. Oha, 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 oha. Stirb! Okay. Bowfalle. Eine granatenähnliche Hilfswaffe. Sobald sie den Boden berührt, ertönt ein spezieller Ton, der Feinde in der Umgebung anlockt. Die Granate explodiert und zerstört alles in ihrer Umgebung. Bei korrektem Einsatz höchst effektiv. Okay. Wir haben mal solche Bomben fallen, die müssen wir auch mal nutzen. Mal sehen, ob wir die mal benutzen können. Ich glaube, mit X wirft man die, oder? Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Seht ihr das? Der hat gar keinen Magen mehr. Hab keine Munition mehr. Muss messern. Danke, Jessica, dass du das für mich übernommen. So, Heilung. Ach, da ist noch einer von den Viechern. Ich hole meine Pistole raus. Machen wir es so. Schießen wir ein bisschen mit der Hand. Zack. Okay, ich nehme am besten das Messer. Das geht direkt. So. Wird hier Messer. Du auch noch. Zack, zack. Wo bist du? Hui. Ist das ein Chaos hier? Boom. Alter. Wie wirft man die? So, müssen wir mal herausfinden. Aber erstmal geht's weiter. Hier noch ein Heilmittel, grünes Kraut, das ist immer schön. Also, Jill war es? War was? Konzentrier dich. Sie war vorher deine Partnerin, oder? Ja, sie war meine Partnerin. Warum fragst du? Ach, na ja, es war nur so eine Frage. Speichervorgang. Super. Haben wir auch mal einen Checkpoint. Pistolenmunition. Gut, kann ich gebrauchen. Meine Schrotgewehrmunition ist alle. Zack. Schon geht's steil bergab. Chris, bist du okay? Nur mein Bein. Ich gehe erstmal nirgendwo hin. Ja, toll. Kann ich mich hier nicht bewegen. Ich bin gleich da. Scheiße. Jetzt sitze ich hier auf dem Boden und die Viecher kommen da angekrabbelt. Och, die sind hier direkt vor meiner Fratze.
Friss mein Messer. Friss mein Messer, du Wolf. Verletzte angreifen. Ist gemein. Verdammt, es sind zu viele. Yep. Und ich hab nur ein Messer. Hervorragend. Kann ich noch ein bisschen schießen? Ja, danke. Vielleicht doch noch ein bisschen Munition. Aber es sind wirklich extrem viele hier. Ja, komm bitte schnell. Ich bin hier wirklich extrem ausgeliefert. Wow. Da kommt einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Wölfe im Schnee. Nachladen. Zack. Das ist ein besonders großer hier. Ja, großer. Heute gibt es kein Mittagessen für euch. Nein. Mich isst niemand zum Mittag. Oh, oh. Mir geht's bescheiden. Zum Glück habe ich noch Heilmittel hier. Oh, hier wird ordentlich geballert im Schnee. Schüsse im Schnee. Na toll. Keine Munition mehr. Das hatten wir doch schon mal. Wie schießt man denn eigentlich mit den Bow-Waffen? Kannst du stehen? Danke. Alles haben wir okay. Überlebt. Mal wieder. Tut mir leid, wenn ich nerve, aber überlebt. Was ist denn? Vertraust du mir genauso wie Jill? Hör zu, ich vertraue euch beiden, okay? Außerdem, man gewinnt Vertrauen durch Taten, nicht durch Worte. Das ist wieder typisch, Chris. Es geht immer nur um den Job, nicht wahr? Jo. Warum denn auch sonst? Dann sind wir gleich wieder raus aus der Mine. Oder weiter drin. Sieh mal, ist das die Landebahn? Das ist ihr Versteck. Ich höre, Sir. Alles okay? Wo seid ihr? Durch die Störung hatten wir kein Signal. Wir sind beim Valkoin-Mocky-Flughafen. Verdammt. Das war eine Falle. Wieso das? Aufgrund falscher Informationen habe ich Jill und Parker zum Mittelmeer geschickt. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Seitdem habe ich nichts von ihnen gehört. Was? Was ist da los? Chris, sieh dir das mal an. O'Brien, schlechte Neuigkeiten. Wir sehen das Weltruhr-Wappen. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Wenn das wahr ist, dann... Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles wahr. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. O'Brien, wir werden Jill und Parker suchen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Ich halte euch auf dem Laufenden. Nur, jetzt dreht sich das ganze Blatt. Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Das finden wir später raus. Wir müssen los. Jetzt such nicht mehr Jill nach Chris, sondern Chris nach Jill.